So sahen sie mal aus. In den 70er Jahren sind die Hintergleiswände der S-Bahn-Stationen als buntes Fliesenwunderland gestaltet worden. Ein kurzer Blick aus dem Fenster und sofort wusste man, wo man war. Das ist seit einiger Zeit anders. Ich finde schon, dass da ein Stück Architekturgeschichte verloren geht. Es ist sehr viel vereinheitlicht. Also weiße Säulen, schwarze Decken, sehr viele Displays. Ich könnte mir vorstellen, dass es doch so ein bisschen diese Individualität verliert. Die Fotografin und Grafikerin Yvonne Leux hörte eines Morgens im Radio, dass mehrere S-Bahn-Stationen modernisiert werden sollten. Aus einem Impuls heraus schnappte sie sich ihre Kamera und fuhr los. Dabei geht es ihr nicht um Bewertung oder Kritik. Sie möchte einfach den Flair der alten Stationen bewahren und vor dem Vergessen retten. Es passiert ja so viel in der Stadt. Und ganz oft stehe ich irgendwo davor und denke, wie hat das eigentlich vor einem Jahr oder vor 2 Jahren ausgesehen? Und dann finde ich das ganz schön, wenn man das so auf diese Weise ein bisschen erhalten kann. In einem aufwendigen Verfahren macht sie aus den Fotos liebevoll gestaltete Modelle, für die sie die einzelnen Teile mit dem 3D-Drucker ausdruckt. Für Leux ist das kleinteilige Basteln ein guter Ausgleich. Mich beruhigt das. Ja, viele können das nicht verstehen, aber ich sitze dann da und kann ganz detaillierte Arbeiten stundenlang vor mich hin puzzeln. Von diesem poppig bunten 70er-Jahre-Design ist heute nichts mehr übrig. Modern und funktional soll alles sein. Was aber auch einen gewissen Grad an Anonymität mit sich bringt, findet Yvonne Leux. Vorher bin ich wahrscheinlich wie viele andere Hamburger auch ein bisschen blind durch die Gegend gefahren. Ich habe mal einen Blick rausgeworfen, habe geguckt, welche Farbe, welche Station. Bin ich schon da, wo ich aussteigen muss. Jetzt, wo ich mich mit dieser ganzen Thematik beschäftige, ist ein bisschen Wehmut da. Sie würde sich wünschen, dass mehr Menschen mit einem etwas offeneren Blick durch ihre Stadt fahren. Ich denke, fürchte, dass ganz viele das ziemlich schnell vergessen haben, was das mal für eine Farbenvielfalt war hier auf den Bahnhöfen. Ihre Modelle will Yvonne Leux auch mal in einer Galerie ausstellen. Inspiration wird ihr die Stadt sicherlich auch in Zukunft viel dazu geben.